Ja, ich bin total begeistert und gleichzeitig auch erstaunt. Ich war ziemlich skeptisch, als ich hierher gekommen bin. Habe mir auch mindestens 1,5 Jahre den Kanal von Herrn Fuhrmann angeschaut, ob das ist, was ich will. Und ich habe mich darauf eingelassen und es war eine ganz wunderbare Erfahrung, mich nochmal ganz anders zu erleben, loszulassen, dass mir das auch gelungen ist, habe ich, glaube ich, dem zu verdanken, was er uns so als Teilnehmer mitgegeben hat, an Vertrauen und an Professionalität, die ist einfach spürbar im ganzen Raum. Und er weiß, wovon er spricht. Und also ich kann jedem das nur nahelegen. Ich habe da eine kleine Reise gemacht und wieder erkannt, wo meine Baustellen sind. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, eine Selbsterfahrung zu machen. Ja, ich arbeite ja selber auch im therapeutischen Setting und ich muss sagen, auch kreativ leibtherapeutisch. Und die Atemarbeit war mir jetzt nicht ganz unvertraut, aber dieses holotrope Atmen ist nochmal für mich eine ganz andere Herangehensweise gewesen. Ich habe gespürt, dass ich nochmal einen anderen Zugang kriege. Und ich finde das total schwer zu beschreiben, was holotropes Atmen, wie ich das, ja, ich finde einfach ganz schlecht Worte dafür, weil das einfach eine Erfahrung ist, die sich jetzt auch erstmal bei mir ausbreiten darf und entwickeln darf. Das ist ja nicht mit einem Prozess hier vor Ort getan. Das wirkt ja einfach weiter in mein Sein. Und ich habe für mich aber erkannt, dass ich da einen guten Zugang mitkriege. Das heißt nicht, dass es für jeden was ist, aber es ist eine tolle Gelegenheit, nochmal hinzuschauen, mutig zu sein und sich auf jeden Fall da einen ganz tollen Begleiter zu suchen, den ich aber auf jeden Fall bei Jörg gefunden habe. Ich bin gespannt, was jetzt noch folgt. Das arbeitet in mir und ich würde mich freuen, von anderen auch mal zu hören, was bei euch so abgeht, wenn ihr bei Jörg Fuhrmann seid.